Hallo und herzlich willkommen zu Electric Dave. Heute zu einem ganz freudigen Ereignis, auch wenn das Wetter ein bisschen blöd ist, denn es regnet draußen. Wir haben heute den 24. November 2018. Heute steht das dritte Ioniq-Treffen in Deutschland an. Ich bin auf dem Weg dorthin und freue mich darauf, die ganzen Ioniq-Fahrer wiederzusehen, die man ja nicht so oft sieht. Stattfinden wird dieses Treffen bei Kassel am Lohfelder Rüssel. Das ist quasi ein Autohof, wo mehrere CCS-Schnelllader sind. Dort wollen wir uns im Kaminzimmer, so nennt man das dort, treffen, gemeinsam was essen und uns unterhalten und die Autos laden und so weiter und so fort. War bis jetzt immer ein tolles Ereignis. Wir haben dann später noch eine Ausfahrt geplant. Aber dazu noch Näheres, wenn ich dann da bin. Ja, kurz was zu meinem Anfahrtsweg. Das sind für mich in etwa 140 Kilometer, die ich zu fahren habe. Ich habe zwischendrin einen Superschnelllader am Kirchheimer Dreieck, am Autohof. Dort werde ich auch mal ganz kurz anhalten und nochmal was reintanken, weil ich ziemlich zügig unterwegs bin. Ich hatte nicht die Möglichkeit, viel zu schlafen, deswegen aufgrund von Arbeit komme ich eigentlich jetzt direkt und fahre durch. Wir wollen uns um 11 Uhr heute früh treffen. Und ja, und ich musste halt ein bisschen schlafen noch, deswegen komme ich etwas knapp, aber das macht ja nichts. Hauptsache, ich bin dann da. Ich habe dann heute auch vor, wenn ich schon so viele Ioniq Electric da habe, mal ein paar Videos oder Bilder zu machen mit den vielen Autos. Das sieht schon wieder nice aus. Ja, mal schauen, ob das klappt. Das Wetter ist halt ein bisschen blöd, es regnet immer noch. Aber wir machen einfach das Beste daraus. So, jetzt sind wir hier in Lohfelden am Rasthof. Wie man sieht im Hintergrund, es sind einfach massig Ioniq Electric da. Wir haben einen Hybrid dabei und gerade sogar hier ein gelber Ioniq eingetroffen. Nicht nur hier, haben auch drüben an den Ladesäulen noch ein paar stehen. Ich lauf einfach mal durch und gucken wir mal. Da steht auch mein gutes Stück. Und ja, heute das Highlight natürlich auch, wir haben zwei Ioniq Taxen dabei. Zwei Stück, da drin steht doch eins. Einer kommt aus Frankfurt, einer aus Leipzig. Ja. Und hier wird fleißig geladen. Also noch Lade, gell? Flo. Hallo, ich möchte jemanden grüßen und zwar grüße ich alle, die mich kennen und meine Mama. Jetzt musst du den Link auch deine Mama schicken, ne? Ist klar. Ja. Wer sind Sie? Was machen Sie hier eigentlich? Kenne ich Sie irgendwoher? Ich bin hier von der Presse. Ich soll hier einen Bericht für die Kasseler Allgemeine schreiben. Also ich fahre einen Audi A3 TDI und finde den super. So, gut. Der Audi-Fahrer ist in Wirklichkeit gar kein Audi-Fahrer, weil eigentlich fährt er nur so einen ollen 2er Golf. Gut, ja, tolle Farben haben wir hier, wir haben die neuen Farben, wir haben die alten Farben, alles dabei und alles fleißig am Laden. Wir haben gerade von drin gegessen, wir haben gespeist, jetzt sind sie alle wieder draußen und versuchen ihre Kisten voll zu bekommen und hier wird gequatscht und es ist zwar etwas frisch hier, aber eigentlich trotzdem ganz nett. Hier haben wir eine klasse Schilderung, die nichts aussagt, sie verbietet weder das Parken vollen Ladesäulen, noch lässt die Möglichkeit zur Bestrafung oder zur Abschleppung. Von daher, da hat hier die Stadt Lohfelden noch ein bisschen nachzubessern, aber das ist überall dasselbe. Von daher, alles gut. So, was haben wir hier? Drei LED-Streifen unterhalb von dem Kofferraum Rollo. Mit hier die Kontakte. Jetzt hängen wir ein, das Ding. Warte, hier zack, die Kontakte. Ist das auch an der Kofferraumklappe angeschlossen? Dass das ja, natürlich, dem Licht auch zu. Ja, das ist an dem Licht mit angeschlossen. Da ist auch schon LED drin. Ja, das ist so richtig nice. Fuchs! Ja. So, guck mal, wo die sitzen hier. Ah. Da haben wir noch den harten Kern. Der harte Kern, genau. Geil, hier drin ist auch warm. Das ist schön. Ja, bevor es nach Hause geht, muss man sich erstmal aufwärmen, weil er die Heizung nicht anmachen kann.
So, und da drüben sitzen ja noch mehr, sehe ich gerade. Guckt mal hier. Da sitzen sie im Warmen. Die ganzen Verwöhnten. Ich habe eiskalte Füße. So, der harte Kern ist noch da. Wir sind noch knapp 10 Leute und lassen den Tag noch so ein bisschen ausklingen. So, jetzt sitzen wir gerade hier drin, es ist ein bisschen laut. Ich hoffe, die Tonqualität reicht trotzdem aus, denn ich möchte die Gelegenheit nutzen und möchte mich mal bei dem Jo bedanken dafür, dass er diese Aktion ins Leben gerufen hat. Ja, sehr gerne. Du hast das ja von Anfang an verfolgt, dass wir die Jörnik-Treffen veranstalten. Und das erste Mal umgehen in Welten. Das zweite war dann in Kleinostheim. Und ja, das dritte ist wieder hier in Lofelden. Super, ne? Definitiv, weil die Treffen sollen ja schön in der Mitte des Landes sein, damit alle kommen können. Ne? Und wir waren ja heute schon fast 30 Jahre. Das ist geil. Ja, vor allem ist es halt schön, dass wir in der Mitte von Deutschland so ziemlich wohnen und eigentlich die kürzeste Anreise haben. Wir haben jetzt hier Leute aus Berlin gehabt, wir hatten Leute von aus Köln, aus Bayern, Hannover, ja, überall. Also ganz Deutschland ist hier vertreten. Modern 3 hat sich auch hier verirrt. Modern 3 hat sich auch verirrt, ja. Er hat dann Asyl an der Ladesäule gesucht, aber er konnte nicht schnell laden, weil es halt kein Ioniq ist. Aber kann man nichts machen, ne? Ioniq ist halt das beste Auto, ne? Das ist einfach das Beste. Momentan schon, ja. Das ist richtig, genau. Ich hänge auch hier voll im Licht, merke ich gerade. Aber egal. Ja, das nächste Treffen, wo wird das sein? Voraussichtlich in Eichenzell. Eichenzell, das ist bei Fulda. 23.3. März nächsten Jahres. Ich werde am Start sein. Ich trage direkt den Kalender ein und freue mich schon auf das nächste Treffen. Ich freue mich auch. Super. Dann danke nochmal. So, und hiermit beenden wir das. Diesen schönen Ioniq-Treffentag. Alle letzten Ioniq-Fahrer brechen auf in alle Richtungen Odenwald in Hessen und nach Thüringen. Und was haben wir hier noch? HOG, wo auch immer das ist. Muss ich ja nochmal gucken. Ja. Schönes warmes Auto, denn draußen ist arschkalt. Gleich mal anschmeißen, die Heizung hier. Ding dong ding dong. Oh, das Licht ist ausgegangen. Ja. Wir haben draußen 4 Grad. Das ist schon ziemlich kühl. Aber ja, war ein schöner Tag. Wir fahren jetzt nach Hause. Also ich mit meinem Rucksack. So, dann wollen wir jetzt gleich mal Fragen stellen. So. Hallo. Das ist Tina. Hi. Tina, was ist das beste Auto? Hyundai Ioniq Electric. Oh, damit hätte ich nicht gerechnet. Wieso? Ich dachte, du sagst jetzt Model 3 oder so. Ah, hast du die falsche gefragt? Will ich Flori nochmal fragen. Mhm.